Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog aus München, Bramfeld. Ja! Christian demoliert dein Auto. Christian demoliert das. Ist auch nur Car2Go, ist scheißegal. Nein, ich habe doch nur den Quorum wieder richtig gemacht. Christian kann keine Fehler machen, das wissen wir alle. Ja. Wir sind hier gerade in München im Stau. Ihr seht es. Und vor uns ist so ein Typ, der guckt die ganze Zeit im Rückspiegel. Aber bevor der im Rückspiegel guckt, ich führe mir jetzt mal so rechts. Fahr dem hinterher einfach. Ja, fahr dem einfach hinterher. Und da das Schild. Und der Typ da vorne in diesem Cabrio, der hat die ganze Zeit in seinen Spiegel geguckt. Ja, ich filme extra so nach rechts. Der macht dann auch immer so mega auf sich so. Das auf jeden Fall hat er die ganze Zeit. Ja, jetzt guckt er wieder in seinen Spiegel. Oh ja, nicht geil. Ja. Boah, ich bin so awesome, Junge. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ja, ganz kurz. Oh, ja, die Haare noch mal gehen, aber noch okay, ein bisschen. Jetzt habe ich wieder in die Richtung gefilmt. Und da die Bäume, guckt euch die Bäume an. Da die Bäume, richtig geile Kirschblüten. Jetzt muss ich irgendwie drauf. Die nächste Stufe bremsen wir noch mal, wenn wir anfällen, hoffe ich. Da die Bäume. Boah, jetzt geht der gleich richtig ab, weil jetzt hat er sofort Zeit. Ja, und da Schwabing, das Schild. Ja, ich filme immer. Da guck mal ganz viele Nester. Da waren geht's voll geil. Okay, er guckt, glaube ich, nicht mehr, um sich selber geil hübsch zu machen. Du musst draufhalten, wenn du jetzt die Kamera wegmachst. Dann ich muss einfach scheiß auf Akkus, scheiß auf den DCP. Wir müssen diesen Typen filmen. Die Straße geht noch 1 Kilometer. Oh, fuck. Oh nein, mein Handy ist da reingefallen. Oh, nö. Ah, Chris, der Retter natürlich. Wer sonst? Also, ja. 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 Juhu. Oh nein! Ich muss mich auf die Straße konzentrieren. Ist was kaputt gegangen? Das ist echt mal kaputt gegangen. Guck dir diese Macke an. War die da schon vorher drin? Ja, die war da schon vorher drin. Da hättest du ja nichts für kaputt gemacht. Ja, nee, ich hab mich hier. Das war eine ganz andere Gefühlswelt. Ich bin das Handy ist kaputt gegangen, ja. Ja, nein. Um Gottes Willen! Das ist mein erster böse Ohm. Hör mal, bremst du jetzt ab? Ja, guck noch zwei, drei Mal in den Seitenspiegel. Auf jeden Fall haben wir Spaß hier schon mal. Ja, Bram geht jetzt. So muss ich sofort schon fertig machen, weil er muss gleich moderieren. Ja. Christian und ich, wir gehen zum Haxenbauer. Hoffentlich klappt das alles. Ich mache jetzt einen geilen Übergang und dann sind wir im Haxenbauer. Pass auf. Geiler Übergang. Was denn? Wir haben es bis in den Haxenbauer geschafft. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Sieht das gut aus. Das ist Christian. Nein, ich meinte, du siehst gut aus. Nein, die anderen haben in dem Hotel, aber das, ja, wir wollten Haxe, also der nicht, aber wir wollten Haxe haben. Aber der Brammen, der ist gerade schon rübergefahren, um mal so ein bisschen die Moderation zu üben, nicht wahr? Ich filme jetzt dich gerade einfach mal so. Ich finde es sehr gut. Also ich hoffe, der kriegt es hin, die ganzen Namen drauf zu haben und wer ist. Also das, ja, ich tippe Dingen, auf wenn mich. Wenn er anfängt, schnell zu reden. Ja, genau. Und wenn die Leute dann auch direkt nacheinander kommen, dann kann man das schon mal ein bisschen verwechseln. Er kann eigentlich froh sein, dass Doro Bär nicht mehr Staatssekretärin fürs Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist. Fehler. Das ist vorbei. Ja, auf jeden Fall schalten wir jetzt mal zu Bram. Ich habe dem die Kamera in die Hand gedrückt. Mal gucken, was er damit hinbekommen hat. Das letzte Mal, dass er eine Kamera in der Hand hatte, das war ja eine Katastrophe. Also die Scharfstellung ist drin. Ja. Also schauen wir mal, was er hinbekommen hat. Wir schalten jetzt rüber. So, ich habe an dieser Stelle jetzt eigentlich den Peter erwartet, aber das funktioniert alles noch nicht. So, ihr habt an dieser Stelle eigentlich den Peter erwartet, aber stattdessen dürft ihr mich nochmal sehen, denn ich darf euch ganz kurz mit entführen. Und zwar bin ich heute der, also Bonjour Familie Brammen, wo ich alleine, ich bin der Hort de Jour, ja, oder so ähnlich, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bin ich geupgradet worden, weil ich der Gast des Tages zu sein scheine. Immer mit Suite und sonstigen Geschichten, gucken wir uns sofort an. So, 841 ist der Raum. Gucken wir mal. So hat das noch nicht funktioniert. So. Mal gucken, ob das wirklich jetzt hier alles so besonders ist. Okay, ihr habt noch nicht viel gesehen. Ich bin gerade krass überbelichtet. Also wirklich 10 von 10 überbelichtet. Ich bin mal ganz kurz hier. Alter Vater. Das ist hier unten. Kleiner Fernseher, Spa-Bereich mit dem Ventilator. Die Jacke ausziehen. So, da ich. Hallo. Sind die? Ein Gästebadezimmer. Ja. Nochmal Fenster.
Und das alles nur, weil ich cool bin. Dann gibt es hier noch Champagner. Ah, guck mal, da steht da. Bonjour Familie Bram. Es freut uns sehr, Sie als unseren Hôte de Jour begrüßen zu dürfen. Und hoffen, Sie genießen Ihren Aufenthalt im Softil Munich Bayer Post. Liebe Grüße, Nora Fiona Hoffmann and Guest Relations Team. Ja, okay. Das, meine Freunde, kann man sich ja mal geben. Wir fahren ja noch einen schönen Ausblick auf den Bahnhof. Und ich habe noch eine zweite Etage. Alter Vater. Ja. Das hier ist meins. Also, willkommen in meinem Paradies. Und ich muss mich jetzt mal ganz kurz standesgemäß anziehen. So, das passt dann auch schon viel besser. Ein bisschen leger, ohne Krawatte diesmal. Ich würde am letzten Mal das Ankündigen dann nicht tun. Lala! Und weil ich ja ein Mann von Welt bin und manchmal Glück habe, was einfach nicht von dieser Welt ist, dem ist mir natürlich durchaus bewusst, gönnen wir uns jetzt noch ein bisschen Shampoos. So, wir sind auf dem DCP-Gelände. Ja. Und der gute Fischi und ich werden heute Abend die Vormoderation machen, um erstmal das Publikum im Internet heiß zu machen, der überhaupt Bock auf die ganze Veranstaltung haben. Weil wir haben Bock drauf und wir zeigen euch jetzt gleich, was wir machen. Das wird sehr gut. Geil. So, wir sind jetzt beide schon drin im Kesselhaus und wir machen jetzt gerade eine Rundschau, aber Arthur und ich hören überhaupt nicht zu, sondern unterhalten uns lieber vor. Boris läuft vorne weg, der merkt sich das schon alles für uns. Wichtig ist, wir beide moderieren sofort den krassen Livestream und zwar von der fettesten Fotowand auf diesem fucking Planeten, ja? Da vorne. CEO Nintendo Deutschland. Genau. Abgefahren. Jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Und wir haben beschlossen, es wird erstmalig eine Gameförderung in Deutschland geben. Ja, es ist das zweite Mal jetzt schon auf dem deutschen Computerspielpreis. Die Frage, die sich alle draußen stellen, ist, warum tun sie sich das an? Ich fand's super letztes Jahr. Verarsch immer Leute, das finde ich sehr, sehr gemein. Ich freue mich auch hier zu sein, das erste Mal und dann direkt mit solchen Einwandfragen konfrontiert zu werden. Herr Smith, wir haben uns ja noch nicht so oft gesehen. Ja, nice to meet you erstmal. Wir finden, dass das jetzt nicht nur so eine Spielerei ist, sondern was ganz Ernstes und eine echte Zukunftsoption. Dann schalten wir jetzt rüber in den großen Saal zu Frau Schöneberger. Sonderpreis der Jury ist eine sehr schöne Kategorie, wie ich finde, weil die wird zum einen anders vergeben. Also sie wird jetzt nicht durch dieses zweistufige System vergeben, wo erst eine Fachjury entscheidet und dann die Hauptjury, sondern die Hauptjury darf Vorschläge einbringen. Und es sind unfassbar viele Vorschläge, die jedes Jahr kommen, und zwar aus den unterschiedlichsten Bereichen. Grundsätzlich soll dieser Preis ja Personen oder Unternehmen oder Projekte oder Institutionen auszeichnen, die sich sehr verdient machen um die Videospiele und um die Games-Branche und da was Besonderes auf die Beine stellen oder getan haben oder einen besonderen Blick drauf haben. Und die Vorschläge, die da kommen, die sind unfassbar differenziert und es ist halt jedes Jahr sehr, sehr schwer, sich da auch zu einigen. Und auch dieses Jahr haben wir sehr, sehr lange darüber geredet, was wollen wir eigentlich auszeichnen, worum geht es, was ist uns wichtig. Und dann waren sich aber doch alle relativ schnell einig. Denn es ist ein wahnsinnig erfolgreiches Projekt, für das sich die Jury in diesem Jahr entschieden hat. Kann man ja verraten, ja genau, so viel darf ich schon sagen. Es ist eine Sache, eine Idee, die bereits zum dritten Mal stattgefunden hat und die unfassbar viele Menschen in den Bann gezogen hat und mitgerissen hat. Und hat erneut vor allen Dingen einen Rekord für die gute Sache aufgestellt. Sage und schreibe 640.000 Euro sind bei diesem dritten Mal zusammengekommen. Und all diese Gelder, diese Euros sind alle gemeinnützigen Organisationen zugeflossen. Also der eine oder andere Publikum weiß jetzt definitiv schon, wovon ich rede, aber ich finde, wir sollten uns das mal angucken, worum es geht. Sonderpreis der Jury. Friendly Fire. Charity Events zum Jahresende. Dann gehen wir mal auf die Bühne, oder? Ne?
Meister Rotkegel, Tatjana Berg, Erik Rager und den Team von PC, Christian Schaller, Sebastian Lenz, der passt schon, dankeschön. Wo ist Mickel? Mickel! Wo ist Mickel? Ich sag mal kurz was dazu. Ja, erstmal vielen Dank natürlich. Ist, wie man gerade schon gesehen hat, halt was für den guten Zweck. Und es ist wie so viele Sachen durch eine Schnapsidee entstanden. Und wir haben super viele Schnapsideen mit vielen Leuten. Dieser Preis ist für viele dieser Leute, das ganze Team, von denen leider nicht alle hier sein können, aber viele sind ja auch hier im Raum, ja, die uns durch Sponsorings oder durch andere Dinge helfen, das möglich zu machen. Aber natürlich auch die ganzen Leute, die immer zuschauen und spenden. Aber all unsere Schnapsideen werden halt fast nicht umgesetzt. Aber zum Glück haben wir diese Schnapsidee in die Hände eines sehr fähigen Menschen gegeben, der es seit dem ersten Jahr betreut und organisiert und macht. Und deswegen erlaube ich dir, Mickel, ja, ich erlaube es dir, nein, ich möchte, dass du jetzt hier diese Dankesrede hältst. Ja, ist doch schön, wenn man so einen Chef hat, der mir auch erlaubt, hochzukommen. Ich wäre gerne unten geblieben, ich bin eigentlich immer gerne hinter der Kamera und nicht so gerne auf der Bühne, aber bedanke mich eigentlich auch bei euch allen, auch bei denen, die heute nicht da sind. Wir hatten nicht damit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ja, Glückwunsch an Gronkh, der hat heute Geburtstag. Ja, Glückwunsch an Gronkh, das ist doch das perfekte Geschenk, glaube ich. Ich muss sagen, ihr macht es mir immer sehr einfach. Ihr sagt immer, mach einfach, wir kommen, wir sind da. Und das hat bisher auch immer geklappt. Ihr wart alle pünktlich und ihr habt euch alle vor die Kamera gestellt und jeden Quatsch mitgemacht. Von daher vielen Dank und vielen Dank an die Leute, vor allem die Spenden, an die Sponsoren. Das sind, glaube ich, die Leute, die das Event zu dem machen, was es ist. Bravo! Jetzt musst du es wieder nehmen. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich wünsche euch einen super Abend. Viele Grüße an Gronkh und ciao. Ciao. Da sind sie, die Boys. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Glückwunsch, Glückwunsch. Dankeschön, Fabian. Wieso bist du die ganze Zeit hinter der Bühne eigentlich? Weil hier Getränke gibt. Ja, okay. Okay. Komm mal bitte her, alle. Ja, herzlichen Glückwunsch übrigens. Wir haben vergessen, die Zuschauer zu danken. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Haben wir gemacht. Zweimal sogar. Ja, ja. Mickel hat den gedankt, ich habe den gedankt. Wir danken. Hey. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Noch näher zusammen. Ja. Peter, ja. Mickel, was sagst du denn dazu? Was sagst du dazu? Deine erste Reaktion, Mickel? Ja, verdammt, jetzt muss ich gleich wahrscheinlich auf die Bühne. Das mir schon. Also, dass du überhaupt am Anfang sitzen bleiben wolltest, ist ja wohl eine absolute Schande eigentlich. Ich möchte ganz kurz an der Stelle erwähnen, falls wir nächstes Jahr nicht noch einen gewinnen, weil das noch geiler wird, ne, dann müssen wir uns einen neuen Mickel suchen. In die Bucke. Du hast schön gesungen. Ja, krass. Ich habe mir Mühe gegeben, weil ich mir geschlossen mitnehme zum Ende. Ja. Endlich mal was los bei uns. Wir geballte Star-Power an mich. Es hieß, euer Track von diesem Label angekündigt, Schnapsidee. Wir haben gehört, du darfst das lieber erzählen. Ja, das ist immer der Spaß, wenn die immer die Schnapsidee haben. Man kann die Blicke machen, aber man denkt, boah, kacke. Aber es klappt, naja, ich glaube, ich werde das so sehr gut bezahlen. Der schreibt die Auftrage, ja. Zeig mal her, das Ding. Ja, das ist